Es ist der 10. September 2001. Donald Rumsfeld, der Verteidigungsminister der USA, erklärt, dass auf wundersame Weise 2,3 Billionen US-Dollar des Militärkomplexes verschwunden sind. 2,3 Billionen US-Dollar sind verschwunden und dafür wird eine eigene Taskforce eingerichtet. Leider gibt es da keine digitalen Aufzeichnungen dieser Dokumente, sondern es gibt nur Dokumente in Papierform, die im Pentagon gelagert werden. Weniger als 24 Stunden später rast vermeintlich ein Flugzeug in das Gebäude des Pentagons, genau in jenen Teil, nicht wo Donald Rumsfeld sein Büro hat, sondern genau in jenen Teil, wo derzeit nur 5 Menschen auffällig sind, die zu Tode kommen, um dann alle Unterlagen zu diesen 2,3 Billionen US-Dollar zu vernichten. Mein Name ist Hannes Heldnagel. Und mein Name ist Deutsch Benjamin und ihr könnt euch eh schon vorstellen, wo dieses Video heute hingeht. Ganz wichtig, bevor wir loslegen, meldet euch jetzt sofort für unser Webinar am Donnerstagabend, den 28.09. um 19 Uhr an. Wir sprechen dort über alle großen Möglichkeiten, die nächstes Jahr auf uns zukommen werden. Wir sprechen natürlich über die großen Chancen, die jeder von uns jetzt nutzen sollte, um wirklich von diesem Umbruch, von diesem Generationenumbruch, der passiert, dieser Vermögenstransfer profitieren kann. Und natürlich gibt es einen Outlook in der Politik und dem, was jetzt auf uns zukommt die nächste Zeit, den ihr so einfach nirgendwo hört. Deswegen jetzt sofort, kostenlos hier unten sofort anmelden, einer der letzten Plätze sichern. Es gibt nur 5.000, das ist kein Scherz, nur 5.000 Plätze gibt es und es sind die letzten 100 Plätze, die hier rausgehen. Deswegen meldet euch jetzt sofort an. Hannes, ich würde sagen, legen wir mit dem heutigen Video los. Könnte schon nicht spannender sein. Ja, Benjamin, ich habe gesprochen vom 11. September 2001, vom Beginn des großen Umbruchs, in dem, dessen Endzügen wir derzeit sind. Und niemand anderer als der ehemalige Präsident und dortiger noch Immobilienmogul von in Manhattan, Donald Trump, wurde wenige Stunden nach dem Einsturz der Twin Towers telefonisch im Interview befragt, was denn da passiert sei. Und er gab dort ganz klar an, dass er sich nicht vorstellen könne, dass ein Flugzeug die Twin Towers Gebäude aus Stahl zum Einsturz bringen kann. Ja, für viele war das dann, hat man das gar nicht wahrgenommen. Was er da allerdings gemeint hat damit, habe ich erst Jahre später, und zwar am 24.03.2015, wahrhaftig verstanden. Und zwar, es war der Germanwings-Flug von Airbus A320, das man vergleichen kann mit 9/11, der auf dem Weg von Barcelona nach Düsseldorf an den südfranzösischen Alpen zerschellt ist. Ein Pilot, vermutlich Suizid gemacht, gegen den Berg gekracht. Alle 150 Passagiere kamen zu Tode. Und wie es üblich ist bei solchen Katastrophen, wird das Ganze natürlich in allen Medien, Print, TV und auch Social Media ganz und groß gespielt und mit allen möglichen Bildern gezeigt. Was mir dabei aufgefallen ist, ist eine Sache, und zwar das Flugzeug, das ähnliche Flugzeug wie bei 9/11, kracht gegen den Berg und kein einziger Stein wird nur verrückt. Kein Krater entsteht. Sogar die Bäume, die verbrannt werden von dem Einschlag, stehen noch in einem weiteren Umkreis um den Flugzeugabsturz. Und da fragt man sich dann schon, wie das Ganze sein kann. Welche Schlüsse wir daraus ziehen können, überlasse ich jeden selber. Eines sollte uns aber klar sein. Jeder Umbruch in der Geschichte der Menschheit, will ich fast schon sagen, wurde mit einer Lüge begonnen und hat mit einer Lüge auch irgendwo geendet, um ein neues System einzuleiten. Und dorthin sollten wir uns ein Stück weit fokussieren und dorthin werden wir auch heute das Licht lenken. Deswegen unbedingt jetzt sofort das Video teilen, Kanal abonnieren und Glocke machen nicht vergessen. Und damit sind wir schon beim ersten Teil, was Sie verstehen sollten. Und zwar, Donald Rumsfeld hat von dem verschwundenen 2,3 Billionen US-Dollar gesprochen am Tag vor 9/11. Wer die Profiteure dieses Militärkomplex, des im Militärkomplex verschwundenen 2,3 Billionen US-Dollar waren, werden wir damit nie mehr erfragen. Genauso werden wir niemals erfragen, wer die Profiteure waren von den Biolaboren, die in der Ukraine waren. Was die Familie Biden, wie die Verstrickungen und die verschwundenen Milliarden in der Ukraine, wo sie genau hinlaufen und hinlaufen. Dazu sind Krieger da. Dort sind große Einschläge einfach da, dass man Dinge dann nicht mehr so erkennt, wie sie wahrhaftig sind. Und so haben wir seit 2001 sehr viele dieser Lügen, dieser Ablenkungen erlebt. Ich erinnere beispielsweise an 2008, die große Finanzkrise. Lehman Brothers stürzt ein, um die ganze Welt in die Finanzkrise zu stürzen. Vielleicht ging es aber eher darum, dass man dem immer stärker werdenden Euro, der als Reservewährung dem US-Dollar Konkurrenz machen könnte, in die Tiefe zu setzen. Der Euro hat sich seitdem nie mehr wahrhaftig erholt gegen den US-Dollar. Oder beispielsweise der Auslöser für die Flüchtlingskrise 2015. Wenn man genauer hinschaut, hat Assad
weniger Monate oder Wochen, bevor die ganze Krise losgegangen ist, gesagt, nein, durch sein Land wird die Katar-Pipeline, die Europa mit Gas und Öl versorgen soll, nicht gebaut werden. Dann kam es zu Aufständen und wenig später hatte man die ersten Angriffe der USA und natürlich eine Flüchtlingskrise mitten im Herzen von Europa. Ja, 2019 dann ein Förderirrsinn, wie die Menschen, die noch nicht gekannt hat, ausgelöst durch eine Gesundheitskrise, an die wir uns alle gut erinnern können. Ja, und jeder war schnell dabei, in die Fördertöpfe zu laufen und sich abzuholen, was ihm zusteht. Und da muss man ganz klar sagen, diese Förderungen sind mit vollen Händen von sehr vielen Menschen genommen worden. Natürlich und klar, man ist in dieses Vorwasser ja jahrzehntelang reingebracht worden und vorbereitet worden. Nur eines sollte man dabei nicht vergessen. Man ist in ein Vorwasser der Hörigkeit reingekommen. In ein Vorwasser, wo man dann schnell einen Maulkorb tragen musste, um ja nicht gegen das System abtrünnig zu werden. Und das Ganze übertroffen wird dann nur noch wahrscheinlich werden durch die Förderungen und Fördersummen, die dann dem System den großen Reset verurteilen oder rein einleiten werden, wenn der ganze Klimawahnsinn dann in die nächste Runde, spätestens nächstes Jahr, gehen wird. Ja, und dann muss man aber eine Sache sagen, sehr viele Menschen, gerade auch in unseren, sage ich mal, Breiten, die sagen, gewisse Dinge erkannt zu haben, gewisse Lügen seit 2001 bis heute erkannt zu haben, die dann sagen, ja, ich habe Hoffnung. Und so geht es mir auch ganz klar, ich habe Hoffnung, weil sehr viele Menschen so viele wie noch nie in der Menschheitsgeschichte zu Umbrüchen. 20-30% der Bevölkerung erkennen einfach, dass derzeit und in vielen Bereichen sehr viel Lüge in Politik, in Medien und in einer vermeintlichen Realwirtschaft drinnen stecken. Ja, und das macht Mut und Hoffnung, dass man auf diese 20-30% der Bevölkerung zählen kann, um ihm dann was Neues aufzubauen. Aber eine Warnung ganz klar. Nur wer die Lüge erkennt, weiß deshalb noch lange nicht die Wahrheit. Und nur wer den Fehler im System erkennt, weiß deshalb noch lange nicht die Lösung. Nur wer die Gefahr erkennt, kann sich davor auch automatisch gleich schützen. Es braucht ein bisschen mehr. Man muss ein bisschen einen Schritt wagen und weitergehen. Und das versuchen wir Woche für Woche mit unseren Videos. Wir wollen unseren Videos bei Invest in Best euch immer natürlich auch diese alternativen Meinungen, diese Hintergrundfakten, das Wissen, was da entsteht und oft brach liegt, an und für sich euch vermitteln, um eben diese Lügen zu erkennen. Aber wir wollen auch eines ganz klar euch den nächsten Schritt gehen lassen, gemeinsam mit uns, damit wir eben nicht nur die Dinge erkennen, nicht nur die Lügen erkennen, nicht nur das erkennen, was im Argen liegt, sondern eben auch daraus was Neues formen. Und es gelangt einfach nicht, gegen etwas zu sein, ein System, den zerstörenden Prozess zu unterstützen, sondern wir sollten uns dazu entscheiden, einen aufbauenden Prozess, das verbindende Element zu finden, um dann eben etwas Neues aufzubauen. In jedem Umbruch gibt es den auflösenden Prozess und den wachsenden Prozess. Und wir sollten uns entscheiden, nicht Teil des auflösenden Prozesses zu sein, sondern eben Teil dieses wachsenden Prozesses sein, damit wir gestalten können. Dort sollen wir hinschauen, dort werden wir auch bei unserem Webinar hinschauen, wo die großen Chancen liegen, wo die Betätigungsfelder liegen, wo wir aktiv werden sollten, um eben Dinge wahrhaftig zu verändern. Und in einer Welt, wo nichts an und für sich so ist, wie es scheint, sollten wir dabei ein paar konkrete Schritte bedenken. Und diese konkreten Schritte möchte ich euch heute mitgeben. Und zwar eines mal ganz klar, die Welt kann man verändern, wenn man die Chancen sieht und die Chancen daraus nutzt. Und dazu muss man mal seine eigenen Werte kennen. Bin ich Mann oder bin ich Frau? Kann ich, was kann ich und was kann ich nicht? Möchte ich etwas geben oder etwas nehmen? Lieber am Fördertopf hängen oder lieber etwas gestalten? Und das sind klare Entscheidungen, wo es keinen Mittelweg gibt, wo man sich ganz klar und deutlich entscheiden kann, seine Werte eben kennen und dann im zweiten Schritt auch klare Haltung zu zeigen. Haltung zu zeigen, ob man beim ersten Sturm, beim ersten Wind wieder einknickt und dann wieder hinter der Maske sich versteckt. Oder auch den Mut einmal haben, klar und deutlich laut als Vorbild vorausgehen und Nein sagen. Nein zu dem sagen, wenn alle anderen vielleicht Ja schreien. Zu sich und seinen Werten stehen, eine Haltung irgendwo ganz klar beweisen. Drittens natürlich ganz, ganz wichtig, verstehen statt wissen und tun statt träumen. Das sagen wir immer wieder, Erfolg mündet irgendwo darin, dass man die Dinge versteht, nicht sinnlos Wissen anhäuft, wie es oft in den Schulen und in dem Bildungssystem der Fall ist, sondern dass man eben Dinge verstehen anfängt, Dinge verbindet und vernetzt und daraus dann Schlüsse ableiten kann. Und dann eben der berühmte Spruch, der trifft an und für sich voll und ganz zu, Verlierer haben Träume, Gewinner haben Ziele. Und dahin euch klar zu fokussieren, habt klare Ziele, setzt sie um, findet Wege, die sie umzusetzen und dann werden wir sie gestalten. Denn eines sollten wir uns bewusst sein.
2024 wird das Jahr, in dem das Finale eingeleitet wird. 2024 wird der Gipfel der Lüge irgendwo stattfinden. 2024 wird das einleiten, das beenden, beginnen, was 2001 begonnen hat. Und das in vielen Facetten. Im Wirtschaftssystem, im Finanzsystem, im sozialen Gefüge, wie wir zusammenleben und natürlich auch in der politischen, militärischen Kaste. Und dabei sollte man eines verstehen. Wir haben gesagt, von Anfang an, am Anfang, in der Phase 1, muss man die Schläge aushalten können. In der Phase 2, wo wir jetzt drinnen sind, müssen wir flexibel und schnell sein, uns auf neue Gegebenheiten rasch einstellen. Und in der dritten Phase, die unserer Meinung nach 2024 beginnen wird, kommt es darauf an zu gestalten. Und gestalten werden wir nur, wenn wir verstehen. Und deshalb wollen wir unbedingt, dass wir gemeinsam mit euch die Dinge verstehen, um dann der Welt einen neuen Drall, eine neue Richtung, ja, sie ein Stück weit besser zu machen. Ja, Hannes, die Landschaft für große Chancen, die breitet sich derzeit wieder aus und diese großen Chancen besprechen wir natürlich am Donnerstag bei unserem Webinar. Deswegen meldet euch da unbedingt jetzt sofort nochmal an. Auch ich hatte dieses Wochenende die Chance, mit einem sehr jungen, erfolgreichen Menschen zu sprechen aus Amerika, der in der künstlichen Intelligenz arbeitet. Und man kann nur eines sagen, Hannes, und das ist vollkommen richtig, was du sagst. Es gibt die Menschen, die die Chancen da draußen sehen derzeit. Und die Chancen, in besonders bei Leuten, die darin arbeiten, die sind sowas von gigantisch, dass die meisten das gar nicht mitbekommen. Und genau aus diesem Grund sollte man jetzt die Ärmel hochkrempeln, tun, T-U-N, wirklich arbeiten, was schaffen, weil die Chancen, etwas zu schaffen, das habe ich dieses Wochenende wieder mitbekommen, die sind größer denn je zuvor. Es ist einmalig, was aktuell in der Welt passiert. Und neben dem ganzen negativen Drall, den wir überall in Bildzeitungen und in den klassischen Boulevardblättern zu lesen bekommen, wird gerade parallel eine komplett neue, chancenreiche, fruchtbare Welt aufgebaut, wo jeder von uns, du, wir alle zusammen davon profitieren können. Und darum geht es am Donnerstagabend und ich freue mich riesig, Hannes, dass die künstliche Intelligenz bei diesem Webinar nochmal einen ordentlichen Standpunkt hat und ich kann es gar nicht erwarten, gemeinsam mit euch richtig Gas zu geben am Donnerstag, Hannes, und ja, war wieder ein Hammer-Video, ich bin einfach Feuer und Flamme. Benjamin, wir werden am Donnerstagabend auch eines auspacken und zwar in Kürze launchen wir unser Prepare for 24 Seminar, wo wir auf die größten Chancen im Jahre 2024 eingehen und wir werden diesen Abend, diesen Donnerstag auch einen konkreten Titel nennen, den wir als einen der ja zukunftsträchtigsten in dieser KI-Branche sehen. Deswegen unbedingt am Donnerstag mit dabei sein, einen der letzten Plätze unten sichern und dann das Video jetzt sofort teilen und wir sehen uns dann am Donnerstag bei einem neuen Marktupdate. Hannes, so viele Aktien haben wir wirklich noch nie vorgestellt, wie es am Donnerstag kommt. Also, da ist für jeden was dabei. Seid, wie gesagt, unbedingt am Abend dabei. Hannes, danke fürs Video. Vergesst mir nicht, dass die Zyklen dieses Jahr und besonders diese Woche ganz bestimmt nicht schlafen werden. Und wir gestalten die Zukunft gemeinsam. Tschüss. Bis bald.